Wir sind angekommen bei den Hot Springs in Capisha. Nach 6 Stunden Fahrt aus dem North Luangwa Park. Das hat uns 3 Stunden Fahrzeit im Park gekostet und nochmal 3 Stunden außerhalb des Parks hier bis zu den Hot Springs. Die Strecke waren gut 170 Kilometer im Park. Relativ raue Piste, außerhalb auch ziemlich raue Piste, aber mit 6 Stunden Fahrzeit doch ziemlich entspannt. Und hier an den Hot Springs sind wir direkt am Fluss. Die Hot Springs sind natürlich heiß. Da wird es später auch noch mal ein Bad geben, hoffentlich dann zum Sonnenuntergang. Es ist alles komplett grün hier, quasi wie ein Urwald. Total irre. Schöne Chalets. Mark haben wir auch getroffen, den Owner des Buffalo Camps. Den Landcruiser des Buffalo Camps haben wir auch gesehen. Das Buffalo Camp ist jetzt seit 2 Jahren geschlossen und auch nicht aufgebaut worden wegen Covid. Den Leuten geht es hier echt super dreckig. Insbesondere natürlich die Eigentümer der Lodges haben natürlich auch ordentlich zu kämpfen, weil sie einfach keinerlei Hilfen bekommen und auch keine Touristen kommen. Aber natürlich die Angestellten, bei denen ist es nochmal umso schlimmer, weil dann bald einfach auch nichts mehr zu essen auf dem Tisch steht. Ja, umso schöner, dass es jetzt mal wieder ein paar hierher geschafft haben. Wir sind nicht die Einzigen, es gibt noch 2 andere immerhin. Alle Leute sind super freundlich, freuen sich. Ich genieße hier gerade den Urwald. Alle Pflanzen sind mit Namen benannt. Total cool. Hello. Ja, es macht wirklich Spaß, hier durchs Camp zu gehen. Ganz andere Gegend als North Luangwa. Wobei ich jetzt hier an den Hot Springs schon wieder in North Luangwa hinterher traue. Als ich da war, hatte ich so ein bisschen Schiss vor der eigenen Courage. Aber jetzt im Nachhinein wird mir erst klar, wie viel Mühe die sich gegeben haben, aus nichts irgendwas zu machen. Die haben uns Shima gekocht, den Maisbrei, weil wir das gerne haben wollten. Die haben uns noch ein Lunchpaket gemacht mit irgendwie French Omelette und frischen Muffins gebacken. Es ist wirklich irre, wie bemüht die Menschen sind, obwohl es hier absolut nichts mehr für die gibt. Die haben zerrissene Hosen an. Seit Monaten ist die Heißwasserversorgung im Camp kaputt, weil da ein Hippo irgendwie oder ein Elefant auf die Pipe drauf gelaufen ist. Seitdem ist es kaputt, gibt ein Bucket Shower, ist ja auch alles kein Problem. Aber man sieht es eben einfach, dass der Game Drive Wagen weg ist, dass sie einfach nichts reparieren, wie leer gelaufen alle sind und aus dem letzten Loch pfeifen. Ja, und sich umso mehr freuen, dass es mal wieder ein paar Leute hierher geschafft haben. Das ist schon ein unglaublicher Unterschied zu Europa, insbesondere auch zu Deutschland. Massive Hilfen, das ist ja auch alles richtig und wichtig. Aber woanders auf der Welt agiert man eben komplett ohne Netz und doppelten Boden. Und das merkt man hier eben ganz besonders hart. Ja, ich stehe jetzt nochmal an diesem netten kleinen Fluss hinter mir. Ordentlich voller Krokodile, also hier wird nicht geschwommen. Und ansonsten werden wir jetzt mal ein bisschen relaxen, bis es dann morgen weitergeht zu den sogenannten bewaldeten Spitzkoppen. Bis dann. Ciao, ciao.